Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade im Buchholz und hier werde ich gleich Natururin, It's Nico und Sascha treffen. Die sind jetzt gerade auf dem zweiten Tag ihrer Heidschnuckenwegwanderung und die sind jetzt vor, glaube ich, einer halben Stunde oder so im Buchholz angekommen. Und jetzt essen die hier irgendwo und ich werde die jetzt suchen. Und dann habe ich vor, mit denen noch vielleicht noch den ein oder anderen Kilometer mitzuwandern. Aber auch nicht so viel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, leider ist es dunkel. Ich habe vor 2 Stunden Natururin als Nico und Sascha gefunden. Leider ist das komplett verschwommen auf dem Bild. Ich glaube, das wird auch nicht besser. Ah, jetzt wird ein bisschen besser. Also die drei habe ich vor 2 Stunden im Buchholz gefunden. Da haben die gerade gegessen. Da hat es leider so stark geregnet, da konnte ich leider kein Video aufnehmen. Deswegen mache ich das jetzt im Dunkeln. Also Natururins Rucksackreißverschluss ist gerissen. Er musste das erstmal mit Kabelbindern provisorisch erstmal wieder herrichten. Ich glaube, das seht ihr bestimmt nicht. Nee, das seht ihr nicht. Hätte ja sein können. Genau, hier unten. Da unten. Ja, bisschen sieht man. Die drei waren bei Famila einkaufen gewesen. Das ist weit ab vom Heidschnuckenweg. Also seitdem ich mich mit denen getroffen habe, sind die kein Stück auf dem Heidschnuckenweg mehr gelaufen, sondern die sind erstmal komplett in die Gegenrichtung gelaufen, um einzukaufen. Ärgerlich, aber was muss, das muss. Heute ist bei so einem Regenwetter. Ja. Oh ja, also der Regen war ja richtig widerlich. Wo die ganzen Flüssigkeiten vom Himmel auf unsere Köpfen draufgefallen sind. Oh ja. Diese Scheißflüssigkeit, ja. Das hat Kraft gekostet. Aber richtig. Und jetzt werden wir diesen dunklen Weg hier lang laufen. Aber Natururin hat ja eine Kopflampe. Und wer macht den Reiseführer? Und ich werde die drei Leute geleiten nach Buchholz, damit die wieder auf dem Heidschnuckenweg kommen. So, ich bin jetzt hier in Hamburg-Harburg angekommen. Also die Tour war ja wirklich nicht so stark gewesen für mich. Also wir waren da nur im Buchholz ein bisschen umhergelaufen, weit weg vom Heidschnuckenweg, weil wir da einen Supermarkt gesucht haben. Und Natururin und It's Nico sind vom Buchholz noch ein Stückchen weiter gewandert auf dem Heidschnuckenweg. Ich weiß nicht, wo die sich befinden. Und ich bin hier mit Sascha. Hi. In Hamburg-Harburg. Ich bringe ihn jetzt nach Hamburg-Fischbek. Dort wird er in sein Auto einsteigen. Genau. Und dann wird er nach Hause fahren. Die Heimreise antreten. Genau. So, ich bin jetzt hier in Hamburg-Fischbek angekommen mit Sascha. Und zwar genau hier, wo die erste Etappe des Heidschnuckenwegs beginnt. Und jetzt gehe ich zu Sascha, zu seinem Auto. Und dort werden wir sein ganzes Gepäck einladen und dann wird er mich nach Hause fahren. Schaut euch mal an, wie dunkel es hier ist. Hier ist wirklich gar keine Beleuchtung. So, ich bin jetzt seit mittlerweile 13 Stunden zu Hause. Sascha hat mich zu Hause abgesetzt und er hat mir auch eine Menge Sachen mitgegeben. Er hat mir 3 Flaschen Wasser mitgegeben, 6 Dosen Konserven, davon 3 Hühnernudeltöpfe, ein Steckrübentopf, eine griechische Reispfanne und ein Fruchtcocktail. Dann noch eine Konservendose Bockwürstchen, die machen richtig Bock. Und dann hat er mir noch Studentenfutter mitgegeben, das habe ich mittlerweile aufgegessen. Und eine angebrochene Tüte Haribo hat er mitgegeben. Ich danke dir, Sascha, dass du mir so viele Sachen mitgegeben hast. So brauche ich jetzt wenigstens die nächsten Tage nicht einkaufen zu gehen.
So, das war's jetzt an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.